Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, selbstverständlich rechnen Sie diese Energiewende schön. Wenn es Ihr Ziel ist, das Weltklima zu retten, dann erreichen Sie dieses Ziel mit dieser Energiewende schon mal nicht, denn der CO2-Ausstoß steigt und liegt weit über dem Limit. Und die neue McKinsey-Studie verrät Ihnen auch, dass dieses Projekt extrem teuer ist und teurer wird. Die Kosten steigen munter weiter und die Zahl der Ökostromjobs sinkt. Schauen Sie sich diese verheerenden Zahlen an. In 11 der 5 gemessenen Kriterien haben sie sich zum Schlechten entwickelt. Und ist es auch nicht absehbar, sagen die Forscher, dass die Energiewende sich irgendwann selbst trägt. Nur die massiven Subventionen halten dieses Nonsensprojekt des Jahrhunderts am Leben. Das muss man feststellen. Von wegen Jobmotor. Die Zahl der Beschäftigten im Bereich der erneuerbaren Energien geht seit 4 Jahren in Folge zurück. Ja, wir haben ein paar Arbeitsplätze hier bei uns im Land geschaffen, aber wie sicher sind die? Das ist die Frage. Wie sicher sind die angesichts der desaströsen Ergebnisse dieser Energiewende? Und die Kosten, die sind immens. Die Umlage ist zum Jahreswechsel wieder gestiegen, um 8% diesmal. Tendenz weiter steigend, sagen die Forscher. Das Preisniveau für Strom liegt um fast 50% über dem europäischen Durchschnitt. Und wir in Mecklenburg-Vorpommern liegen ja noch mal drüber. Wir haben bekanntermaßen die höchsten Strompreise, auch dank der Netzentgelte hier bei uns im Land. Und schauen Sie sich die Gesamtkosten dieser Energiewende an. Die steigen bis 2025 auf 77 Milliarden Euro. Und nicht kumuliert, sondern jährlich. Jährlich 77 Milliarden. Ich habe leider keine Zeit. Geht leider nicht. Das ist also mit 77 Milliarden, mit denen wir rechnen müssen, 2025 ein Viertel des heutigen jährlichen Bundeshaushalts. Das muss man sich vorstellen. Also wir retten weder das Weltklima, noch können wir bisher tatsächlich auf Kernkraftwerke verzichten. Im Zweifel kaufen wir den Atomstrom aus dem Ausland ja dazu. Das ist natürlich bigott, es so zu tun. Die Ziele werden allesamt nicht erreicht und die Bürger müssen immer tiefer in die Tasche greifen, um Merkels Schnellschuss ohne Sinn und Verstand zu bezahlen. Sie rennen hier entweder einer ideologischen Wunschvorstellung nach oder niemand von Ihnen will zugeben, dass diese Energiewende ein großer Fehler war. Wir als AfD sagen, diese Energiewende ist gescheitert, das EEG muss weg.